Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Unboxing. In diesem Karton befindet sich die MFB Küssi Box, die in Kooperation mit der Melissa, die Grafikerin von MFB, entstanden ist, zusammen mit der Angel Anni. Aktuell gibt es diese Box noch zu kaufen. Die soll auf 50 Stück limitiert worden sein. Das stand jedenfalls auf der Homepage der Angel Anni. MFB hat das, glaube ich, nicht preisgegeben. Müssen wir auch nicht. Und jetzt schauen wir mal rein. Ich habe es falsch herum angeboxt wegen Adressaufkleber. Und hier haben wir sie auch schon. Das ist die Küssi Box. Die ist auch wirklich cool von der Gestaltung her. Die Girl Power sieht man hier gleich bei dem Herzen schon. Bald ist ja auch Valentinstag, also vielleicht ist das ein perfektes Geschenk dafür. Wer so viel Selbstliebe wie ich hat, der kann sie sich auch selber schenken. Und zum Geburtstag ist sie sicherlich auch dienlich. So, wir machen uns jetzt an den Inhalt. Und bevor ich jetzt hier den Karton öffne, kann ich sagen, hier soll sich ein extra für diese Box gestalteter Heartbait befinden. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall sehe ich jetzt schon Forge of Lures. Das wird hier wahrscheinlich der extra gestaltete Köder sein. Ja, relativ schmal. Ich bin gespannt, was da drin ist. Aber das machen wir mal ganz zum Schluss auf. Oh, jetzt ist hier noch ein zweites. Oh, hier steht auch schon der Inhalt drauf. Ein Carolina Rig Set. Ready to fish. Für den Inhalt war tatsächlich die Angel Anni verantwortlich. Und die Melissa, die hat dann den Rest gemacht hier mit der Verpackung und der Grafik, dem Design. Also, ja, machen wir als erstes mal das Carolina Rig hier auf. Inhalt inklusive Köder, Bullet, Weight, Vorfachmaterial, Perle und Haken. Ja, sehr cool. Und ja, proppe voll. Hier haben wir, was ich ganz schön finde, verschiedene Softbaits. Ich hole die mal kurz raus. So kann man so ein bisschen experimentieren, welcher Köder dann am fängigsten für sich ist und sein Gewässer. Hier haben wir ein Softbait mit einem Twister-Schwanz hinten dran, knallige Farbe. Dann haben wir noch ein Pink. Klar, ist ja von Frauen designt hier bzw. zusammengepackt. Ist ja natürlich Pink hier mit Blue Flakes und einem Paddle Tail. Der ist nochmal hier identisch zu dem anderen, nur dass er eine andere Farbe hat. Wir haben hier auch Schlitze für den Haken oben und unten. Und dann haben wir noch einen Doppeltwister. Ja. Von der Marke Major Fish. Relax Lures, Köder made in USA. So, die kommen schnell wieder zurück, die Jungs. In der Größe könnten die auch für Barsch noch sein. Aber ich denke, bei mir an den Gewässern würde eher der Hecht darauf gehen. So, als nächstes haben wir in derselben Verpackung, mal gucken, den kompletten Rest von Haken. So ein Offset-Haken. Ja, mache ich das jetzt mal auf, ja, ne? Da, die Zeit nehmen wir uns kurz. So, habe ich mal alles in meine Handfläche. Ich glaube, das Teil ist leer. Genau. Also, wir haben zum einen zwei Bullet Weights. Das hier ist auf jeden Fall Blei. Und dann wird wahrscheinlich auch das Fluorocarbon hier auch in zweifacher Form drin sein, wenn die Haken auch zu zweit kommen. Ansonsten gäbe das keinen Sinn. Also, zwei Perlen haben wir auch dabei. Und wir haben einen Wirbel noch dabei. Der bleibt dann an der Hauptschnur. So, und ja, das Fluorocarbon. Das ist gute 20er Stärke, würde ich jetzt sagen. 30er sogar. Ja. Genau, das zu dem Inhalt. Damit haben wir hier auch das Geheimnis gelüftet. Und jetzt geht's weiter mit diesem Teilchen. Oh, coole Marke, Neuke. Sehr schön. Und die Box ist voller kleiner Herzchen. Ich weiß ja nicht, ob ihr zu Hause einen Partner habt, der
euer Hobby teilt, ist natürlich richtig cool. Aber wahrscheinlich eher die Seltenheit. Also, das ist der Smokin' Swimmer in 5 Inch. Die Farbe nennt sich Green Pump Blossom. Das ist die Nummer 130. Ja, in der Größe eher für Hecht. Und hier ist auffällig der Schwanz. Wenn ihr hier mal guckt, das ist, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Schwanzart hier. Ist auf jeden Fall sehr schmal. Komme ich jetzt gar nicht drauf. Sieht aus wie eine Kufe. Der Softbait selber ist gerippt, geflavored und auch mit Flakes versehen. Quick Response Tail and Body Vibration. Ja, schöne Japan-Geschichte hier. JDM. Dann haben wir hier, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht etwas hochwertiger aus, die Verpackung. Oh la la. Das ist eher was für die Frau. Und zwar sind das Schlüsselanhänger mit einem Wal. Einmal in Silber und einmal in Gold. Also für Pärchen. Ja, da hat man, ja, kann man auch einfach nur die hier schenken. Ne? Muss man die Köder, die packen wir uns ein und die, der Frau geben wir dann hier oder der Freundin geben wir den Schlüsselanhänger. So, dann. Ja, das packe ich gleich wieder ein. Haben wir hier des Weiteren eine Autogrammkarte von der Angel-Ani Quartett A1, europäischer Welswaller. Lebenserwartung 80 bis 100 Jahre. Küssi ans Fischi. Mit Ani angelt es sich schöner. Hier könnt ihr einmal das Autogramm betrachten. Und was haben wir hier noch drin? Ein Gutschein, zwei Shops. Oh, darf ich den jetzt eigentlich zeigen? Ich halte ihn mal lieber nicht in die Kamera. Ein Gutschein, zwei Shops mit dem Code. Oh, okay, bekommst du 10% auf alles in unseren beiden Shops. Auf myfishingbox.com und auf www.angelani.de. Ja, okay. Den Code verrate ich euch nicht. Ja, hier haben wir nochmal so eine Postkarte. Ein Duo für deine Box. Wir freuen uns, dass du eine der limitierten Küssi-Boxen in der Hand hältst. Mit dieser Box möchten wir euch Fishing Girls, okay, etwas Gutes tun und haben als Duo unser Know-how gebündelt. Angel-Ani mit ihrer Erfahrung für fängige und schöne Köder am Wasser, Melissa als Grafikerin mit ihrem Auge für das passende Design und die Details. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass hier so ein knallpinker, mit Herzchen versehener Köder drin ist. Ja, damit darf ich mich nicht erwischen lassen am Wasser. Ah, es ist der Rolf. Okay, den kennen wir doch schon. Wir wünschen ein tolles Auspackerlebnis und hoffen, dass dir die Box gefällt. Die Box, habe ich schon gesagt, den Preis genannt, kostet 34,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Hier haben wir nochmal einen Aufkleber, Küssi ans Fischi. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Infos zum Angelguiding von der Angel-Ani. Die macht wohl Kinderangeln, Frauenguiding, Männerguiding, Familientouren und Gruppenfahrten. So, haben wir noch irgendwas, außer die beiden Lollis hier in Herzchenform. Also durchdacht ist die Box allemal. Und kann man sicherlich auch umgestalten. Nochmal für ein Geburtstagsgeschenk hier verwenden das Ganze. Also jetzt kommen wir zum Schluss. Forge of Lures. Das ist der Rolf. Circa 22 Gramm sinkend. Ja, circa ist dann wahrscheinlich durch den Lack, dass man das gar nicht, dass das ein bisschen variiert. Und diese Nummer wurde jetzt nicht genannt. Oh, der ist aber cool. Also der ist auch so dezent weiblich gestaltet, dass man damit auf jeden Fall auch als Mann nicht voller Scham am Wasser steht. Hashtag Küssi ist noch unten drauf. Und wir sehen hier oben so ein Schmatzer von einem Küsschen, so ein Lippenstiftabdruck. Und
Der Köder sieht ganz cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob alle die gleiche Farbe haben in diesen Boxen oder ob das auch variiert. Auf jeden Fall haben wir hier einen goldenen Hardbait mit so roten Akzenten. Die Wangen, die Augen und die Flossen sind in Rot gehalten, der Rücken auch noch hinten. Und natürlich auch das Küsschen hier. Ja, gar nicht schlecht. Und die Forge of Ore. Ah, ist auch scharf, die Haken. Ja, die Marke kennen wir ja auch. Spricht von Qualität. Also, wir haben hier Forge of Lures drin gehabt. Wir haben hier Neuke drin gehabt. Auch hochpreisig. Und wir haben hier das Carolina Rig Set. Also, ready to fish. Nicht zu vergessen hier die Schlüsselanhänger mit dem Wal, mit dem ihr emotional bei der Freundin oder Partner wahrscheinlich nochmal punkten könnt. Und ja, na, komm rein. Ist das hier noch für ein Punkt? Ist ja noch. Nö. Ich dachte, wäre noch eine Gravur oder so, aber nein. Ja, dann hatten wir noch hier den Aufkleber, Autogrammkarte, ein bisschen Infomaterial, Carolina Rig. Ja, das war die Box. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch der Inhalt auch zugesagt hat, dann könnt ihr euch jetzt noch diese Box wahrscheinlich auch bestellen. Die Autogrammkarte packe ich gleich mal zu den anderen. Und ja, muss auch gar nicht zum Valentinstag sein. Also ich glaube, auch von der Verpackung her, vom Design her, geht das auch für einen Geburtstag oder sonst wie durch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ansonsten, wenn nicht, gute Besserung und auf jeden Fall einen tollen Tag für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.